Was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen heute zu einem neuen Real-Life-Video. Ja, herzlich willkommen und heute habe ich wieder das spannende Thema Geld. Ich erzähle euch heute mal wieder über Geldfälschungen etwas. Ist ein ganz interessantes Thema, Geldfälschungen. Geld wird schon seit Jahrtausenden gefälscht. Damals war es anders. Damals hatte man nicht den Euro gefälscht oder den US-Dollar oder den Yen oder die Lire oder die norwegische Krone. Nein, damals hatte man nicht diese Sachen gefälscht. Damals hatte man Gold gefälscht. Das war natürlich das absolute Fälschungsmittel. Gold, 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 Gold. Damals gab es sogenannte Münzen. Ne? Den Krösus zum Beispiel. Eine goldene Standardmünze hatte ein eigenes Gewicht. Dieses Gewicht war unverändert. Da sind die Geldfälscher eingegangen und haben einfach Münzen genommen mit einem kleineren Gewicht und haben natürlich in diese Goldmünzen teilweise auch noch andere Metalle reingearbeitet, teilweise ein bisschen Kupfer, teilweise noch ein bisschen andere Sachen, damit das einfach der Goldgehalt niedriger ist und haben natürlich auch den gleichen Stempel drauf gemacht wie damals. Zum Beispiel den Julius Caesar. Ne? Hat man aus 5 Gramm, aus der echten Münze, eine 3 Gramm Münze genommen. Und das Julius-Caesar-Zeichen drauf. Und jeder hat gedacht, dass es echt ist. Damals so Sachen wiegen wie heute Feinwaage, das gab es damals alles noch nicht. Ne? Und ja, heute wird der Euro gefälscht, Dollar und so weiter. Und ja, der Dollar oder den Euro zu fälschen ist erstmal sehr schwer. Natürlich, für den ersten Blick kann man natürlich diesen Geld vernehmen, drucken. Es gibt ja Hochdruck, also es gibt ja Drucker, die können beide Seiten drucken. Dann hast du einen Schein, der sieht tatsächlich verblüffend aus wie ein Euro. Wenn man den aber jetzt mal genauer anguckt, dann sieht man natürlich die Sicherheitsmerkmale. Silberstreifen und so weiter. Hochdruckverfahren. Man kann keinen Geldschein fälschen. Es geht nicht. Man kann keinen perfekten Geldschein fälschen, weil es die perfekte Fälschung nicht gibt. Es gibt Fälschungen wie die Super 100 US-Dollar-Note von den Koreanern. Nordkorea hat diese Supernote produziert. Es ist eine 100-Dollar-Note, die selbst bei Experten. Selbst Experten finden kaum Anzeichen dafür, dass es eine Fälschung ist. Das ist wirklich eine Supernote, also wirklich, die ist zu 99,95% perfekt gefälscht. Das gibt es. Aber der Dollar zu fälschen ist ja mal wirklich, also, das ist ja Kindergarten. Also, muss ich jetzt wirklich mal so sagen, der Dollar ist wirklich eine sehr leichte Fälschung, die kann man ganz leicht fälschen. Ja, ist auch nicht unbedingt schwer. Der Euro dagegen könnte vergessen, den kannst du nicht fälschen. Die ganzen Sicherheitsmerkmale, Hochdruckverfahren, UV-Lichtschutz und so weiter. Geht nicht. Du musst auf jeden Fall aufpassen bei Geldfälschung, weil es einfach gefährlich ist. Wenn ihr so einen Geldschein habt, ihn an der Kasse abgebt und dann herauskommt, dass er unecht ist, dann könnt ihr Freiheitsstrafen von mehreren Jahren bekommen. Auch wenn ihr unschuldig seid. Auch wenn ihr kein Strafregister habt. Verbreitung von Falschgeld ist illegal. Ja, so sieht das nämlich heute aus. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ciao!